Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zur 9. Folge von Blind Raid. Und heute gibt es ein Highlight, das ist für mich ein Highlight und für euch wahrscheinlich eher ein Highlight wegen dem Titel, für mich eher eins wegen der Technik, weil heute nehme ich das erste Mal ein PlayStation 3 Spiel auf in HD. Und ich kann euch sagen, das ist echt ein ganz schönes Geraffel. Ich weiß ja nicht, wer sich da schon mal mit auseinandergesetzt hat, aber die meisten Aufnahmegeräte, die können ein PlayStation 3 HDMI-Signal nicht aufnehmen, weil das halt verschlüsselt ist. Und ja, ich habe halt den HPAC HD-PVR und da kann man nur über YPBPR aufnehmen. Und den Anschluss hat die PlayStation ja gar nicht. Und deshalb habe ich mir extra noch einen HDMI-Decoder gekauft, der HDMI-Signale in YPBPR umwandeln kann. Und ja, so habe ich das jetzt angeschlossen an meinen HPAC. Das sind zig Kabel, die jetzt hier rumliegen. Das ist ein echtes Geraffel. Aber jetzt kommen wir halt zum Hauptpunkt. Wir spielen heute The Last of Us. Der Titel, der ist hochgepriesen bis jetzt schon. Also der hat so viele 10er-Bewertungen bekommen. Ich glaube, bei Metacritic derzeit 96 von 100 Punkten, also richtig gut bewertet. Und ja, ich würde sagen, den spielen wir jetzt einfach. Und starten dann direkt mal rein. Ja, so. Das Spiel lädt jetzt gerade ein bisschen. Ich habe gerade noch den Network Pass eingelöst, also quasi einen Online Pass. Das wusste ich gar nicht, dass das bei dem Spiel notwendig ist, um online spielen zu können. Das ist ja irgendwie gar nicht so super geil, dass man Network Pass runterladen muss. Aber naja gut, was soll's. Ich kann auch direkt vorneweg sagen, ich habe mir jetzt noch nicht den Season Pass geholt. Also wenn ich nachher den Multiplayer anteste, dann werde ich nicht diese Sonderfeatures haben, die die Leute mit Network Pass haben. Heißt irgendwie schnellere Regeneration und schneller Items craften und so eine Späßchen. Aber ich würde mal behaupten, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Dann sollte ich noch erwähnen, dass ich jetzt seit mindestens anderthalb Jahren nicht mehr auf der PlayStation gespielt habe und dementsprechend den Controller auch absolut nicht mehr gewohnt bin. Und ich fand den von vornherein eigentlich noch nie so super, deshalb bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier gleich laufen wird. Ja, von Naughty Dog, den Machern der Uncharted-Reihe, ne, kennt man ja. Ja, das Menü sieht ja mal irgendwie ein bisschen lächerlich aus, also sehr lieblos, muss ich sagen. Aber okay, ja, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Singleplayer an, so ungefähr eine halbe Stunde und danach dann nochmal den Multiplayer, auch ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen länger, mal sehen. Weil ich habe gesehen, viele Leute sind ja sehr interessiert daran, wie der Multiplayer-Modus denn hier aussieht. Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel größtenteils auch wegen dem Multiplayer geholt, weil ich den so cool fand in den Trailern. Aber natürlich auch wegen der Singleplayer-Kampagne. Die soll ja auch über alle Zweifel erhaben sein, wie ich gehört habe. Und ja, ich bin gespannt. Frage ich mich gerade, was ist jetzt hier los? Ist das der Ladebildschirm oder was? Ah ja, jetzt kommt das LED. Super. Okay, die Ladezeit ist ja extremst lang. Muss ich mal sagen. Also ich wurde auch nicht gefragt, ob ich irgendwas installieren will oder so, damit es vielleicht schneller gehen würde. Also das finde ich jetzt aber schon ein bisschen krass gerade.
Soll es wahr sein? Oha, es geht weiter, unfassbar. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hätte er sich aber auch mal netter bedanken können hier bei seiner Tochter. Gute Nacht, meine Kleine. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Oh nein, keine umgekehrte Steuerung. Muss ich jetzt einmal kurz einstellen. Sonst kann ich nicht spielen, tut mir leid. Ja, vertikal, umgekehrt. Schon besser. Es ist tot. Na, die Grafik sieht ja echt nice aus. Verdammt, die habe ich total vergessen. Ne. Ja, ist man ja schon gewohnt, also von Naughty Dog, die Grafik bei Uncharted war ja auch schon immer ziemlich gut und hier zieht sich das auch weiter durch, wie man sieht. Dad? Okay, Badezimmer. Ja, mysteriöse Infektion, da weiß man schon Bescheid, wo hier so der Rasen brennt. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Ja, das ist ja schon mal sehr cool hier. Dad! Was ist bloß los?
mein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Ich bin auf dem Weg. Ach, da ist er ja. Da bist du ja endlich. Hallo. Bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Ach. Jim, komm her. Komm her. Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Oh, oh, oh. Weißt du, was hier draußen los ist? Meins, lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Sarah, wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Schnell wie möglich weg. Die 71 nicht. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Gut, dass hier kein Stau ist. Hey, was zum Teufel los jetzt? Oh oh. Tommy, Scheiße. Also ich würde mich ja verpissen. Geht doch. Das, was zum Teufel war das denn? Hier. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, na super. Daddy?
zurück. Da. Knack. Yeah. Ich bin kleines. Okay, gib mir die Hand. Sie sind direkt hinter uns. Was ist denn? Oh, Scheiße. Bein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Oh. Halt dich fest. Okay. Da ist auch einer! Der ist tot! Angst! Schau, pass auf! Mach die Augen zu, Kleines! Wohin denn? Sieh einfach nur mich an, Kleines! Hier raus. Versprochen. Mensch, der Bruder hier von ihm läuft auch ein bisschen komisch. Zurück, es sind zu viele. Hier lang, durch die Gasse. Ja, dann lauf. Holmes. Ist was da, Kleines? Komm schon! Du! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir sind fast da. Ich werde verfolgt. Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tom? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße! Was für ein Penner! Ja, das hat er verdient. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Das ist ja echt richtig arschig.
Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. 20 Jahre später. Oha. Also ein ganz schöner Zeitraum. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den... Ja... Also ich rede gerade ein bisschen wenig, das hat damit zu tun, dass ich ein bisschen Halsschmerzen habe und ich weiß auch gerade nicht genau, was ich jetzt hier so sagen soll. Ich lasse das jetzt einfach gerade mal hier eigentlich ein bisschen auf euch wirken, den Singleplayer. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Umso mehr, die sich wegschleichen. Wurden gelindt. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe
Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Damn. Holy shit. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Halte dich an seine Rüste, Medikit und Halter, um zu verbinden. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Ja gut, dass hinter dem Schrank ein Loch war, das hat auch ein Blinder mit dem Krückstock gesehen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Ich werde nicht. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Yeah, eine Puffel. Das ist schon eher mein Ding. Tja, heute musst du zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Na los. Oha, die muss aber kräftig sein. Wie die ihn hochgezogen hat, der hat fast nichts gemacht. She-Hulk. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen.
Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hey, probier's doch mal da drüben. Da ist die Leiter. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Hier gibt es wieder Sachen zu sammeln, das ist ja wieder genau mein Ding. Und das lässt mir jetzt schon wieder keine Ruhe. Da muss ich schon wieder überall mal gucken gehen, wenn es was aufzusammeln gibt. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir machen Bilder nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helft mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ich bin ihm behilflich. Gehen wir. Ich will ja nicht, dass er sich verwandelt. Habe ich auch nichts von. Da muss man auch mal Samariter sein, ja, und ihm in den Kopf schießen. Ich drehe mich jetzt hier schon wieder so exzessiv und so. Es hat halt damit zu tun, wenn es irgendwie was zum Aufsammeln gibt, dann bin ich immer so ein verdammter Geizhals. Ich will dann auch alles aufheben, was es hier aufzuheben gibt. Und deswegen laufe ich dann immer in jede verdammte Ecke und durchsuche alles. Oh oh. Verrecke. Himmel. Ja.
endlich. Einfach mal tot geklatscht. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn sie nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Ja, also wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde dabei. Das Spiel läuft halt so ein bisschen langsam an. Man sieht auch schon, die Synchro ist echt gut gemacht. Das Gameplay ist ziemlich flüssig. Die Grafik ist auch echt nice. Also das sieht hier alles schon ganz gut aus. Ich würde ja sonst schon sagen, das war gleich mal mit dem Multiplayer anfangen. Damit der auf jeden Fall auch noch gezeigt wird. Dann kann ich sonst alternativ auch noch mal... was muss man jetzt hier machen? Will die jetzt, dass ich darüber springe oder was? Ich hab nicht aufgepasst. Was wollten die jetzt? Hey, gibst du mir das Brett? Ach so, ich soll ein Brett holen gehen, okay. Ja, dann würde ich sonst halt sagen, dass ich den Campagna auf Anfrage einfach nochmal weiterspiele. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Okay. Geht doch. Zu Befehl, Boss. Wir sind fast da. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Wie süße Betty, wie geht's dir denn? Abgehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Karte da. Nicht jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Ich kann nicht gleich hier rum. Ha 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 ha!
Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Hey, du musst blocken! Mach ihn alle mal! Nochmal! Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht mach einfach alle! Mach schon! Mann, hau ihn weg! Schlag tun, alle um! Wer ist das? Frag mich. Okay, ich muss jetzt halt mal hier unterbrechen, weil die Kampagne läuft doch ein bisschen sehr träge an. Ist aber schon sehr cool. Ich werde jetzt den Multiplayer-Modus ausprobieren und ihr könnt mir dann sagen, ob ihr gerne da nochmal ein Video haben möchtet zum Singleplayer, weil dann nehme ich das nächste Mal auf, wenn ich weiterspiele und mache dann halt quasi eine separate Folge draus. Ich würde halt nur jetzt wirklich gerne im Blind Raid auch noch direkt den Multiplayer-Modus einmal zeigen. Und deswegen gehe ich jetzt mal ins Hauptmenü. Oh Mann, ey, ihr glaubt nicht, was ich jetzt hier für eine Odyssee hinter mir hatte. Also ich habe es jetzt geschnitten, deswegen habt ihr das nicht gesehen. Aber ohne Scheiß, ich saß jetzt hier eine halbe Stunde und habe probiert, in den Multiplayer-Modus zu kommen. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Es kamen immer unterschiedliche Fehlermeldungen. Ich glaube, ich habe 6 verschiedene Fehlermeldungen gehabt. Ich habe meine Konsole neu gestartet, ich habe meine Router alle neu gestartet und. Und dann kam mir die Idee, guck doch nochmal in die Einstellungen. Und dann habe ich gesehen, ja, er hat über drahtlos verbunden. Und ich weiß nicht, ob ihr das alte Problem auch kennt. Also zumindest bei der ganz alten PlayStation. Da ist, glaube ich, das schlechteste WLAN-Modul der Welt drin verbaut. Ey, das Ding steht quasi neben meinem WLAN-Router. Und trotzdem ist das Signal irgendwie scheiße. Und es hat immer geleckt in den Spielen. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und jetzt habe ich es umgestellt auf Netzwerkkabel, was auch eingesteckt ist. Und jetzt geht's. Ja, gut, da kann das Spiel jetzt nichts für. Aber, ne? Überleben einer gescheiterten Verfahren nach den Prinzipien Do-it-yourself und die starken Überlegen zeigen extreme Loyalität zur Gruppe. Sie sind bereit, jeden zu töten, der sich im Gebiet oder ihren Vorräten vergreift, suchen nach Mitgliedern, um anderen Gruppen abzuwehren und mehr Ressourcen plündern zu können. Fireflies, organisierte militärische Gruppe. Sie wurden wegen ihrer politischen Überzeugung aus der letzten verbleibenden Quarantänezone verwiesen, nehmen jeden auf, der bereit ist, für ihre Sache zu kämpfen. Sie glauben daran, dass ein Heilmittel gefunden werden kann und tun alles, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Gegner ihrer Einstellung sind für sie nicht tolerierbar. Hier nur die Starken überleben, das ist meins, so. Ja, eine Faust ist immer gut.
sieht zwar schon fast irgendwie ein bisschen rechts aus, aber wir wollen jetzt mal nicht so sein, ne? Viel kann ich ja nicht einstellen. Also das sind nur einmalige Booster, okay. Überlegen, eliminiere alle Gegner, um die Runde zu gewinnen. Klingt doch ganz gut. Suchen wir doch mal ein Spiel. Halt schon mal provisorisch alle auf stumm. Obwohl, ach komm. Nö. Hatte doch schon ein Spiel gefunden. Als Scharfschütze spielen. Mal gucken. Ich habe ja in dem Spiel jetzt quasi noch gar nicht geschossen. Im Singleplayer habe ich ja auch nur einmal abgedrückt, wo ein Typ auf dem Boden lag. Ach ja, ich weiß auch gar nicht, wie man Sachen kauft und sowas. Also, es könnte jetzt lustig werden oder tragisch. Je nachdem. Achso, ich komme auch mit ins Spiel rein, okay. Ja, das war ja wohl nix. Der lebt noch, lol. Ah. Ja, Junge, bringt ja nicht so viel vor dem Wegzukriechen, vor Blut ist jetzt eh. Rums. Von der abgelaufenen Uhr geht mir jetzt langsam aber sicher ein bisschen auf den Sack. Könnt ihr euch jetzt bitte irgendwie gegenseitig mal umnieten?
Da war doch einer. Oh Mann, ist der blind. Alter, ratzt doch noch mehr rum. Ja, Schlaumeier. Alter, du stirbst jetzt eh. Komm, ey, kriech doch ins Offene, damit er dich wegschießen kann. Lol. Ernsthaft? Knack. Runde verloren. Ist das jetzt Runde? Darf ich jetzt noch spielen oder war es das? Weil dann hat sich das jetzt irgendwie gar nicht gelohnt, ins Spiel zu gehen. Ah, okay, Runde 5. Brauch Deckung! Ich brauch Hilfe. Ich bin fertig. Los geht's. Ich muss jetzt gerade hier erstmal ein bisschen steuerungsmäßig gucken. Den haben sie wohl umgenietet. Die Schweine! Okay, Mann, los geht's! Ein Eindringling tot. Das war's wohl mit dem. Das war nämlich ein Kopfschuss. Die sind erledigt, aber nicht. Das war doch gar nicht so schlecht von mir, oder? Zwei Typen gekillt, eine Exekution noch rausgehauen. Eine Sekunde. Moment. Abmarsch. Okay, also da kann man sich so ein paar Sondersachen kaufen. Jetzt müsste ich noch rausfinden, wie genau das hier mit dem Deckung gehen funktioniert. Schon.
Junge weiter. Ich helfe dir. Komm, steh auf, Alter. Die kommen nicht wieder. Die wussten nicht, was abgeht. Haben wir jetzt gewonnen? Sieht so aus, ne? Highschool. Ja, Highschool war für ein Arschzentrum, aber auch Lightning Highschool. Okay, so jetzt muss ich gerade hier mal alle muten. Ich nehme mal wieder den Scharfschützen, das hat gerade so gut funktioniert. Da bleibe ich doch mal erstmal dabei. Drücke beim Zielen R2, um die Schulterseite zu wechseln. Ja, das ist ja schon mal gut, dass ich jetzt weiß, wie man die Schulterseite wechselt. Nachladen R1, während man nicht zielt. Ja, okay. Okay, die oder wir, keine Gnade. Okay, auf geht's, ab geht's. Ja, ja. Ich weiß jetzt komplett überhaupt nicht, wo die Gegner herkommen können. Oh, da ist auch schon einer. Mich auf. Heb mich doch auf. Komm schon. Weiter. Ich helfe dir. Na also, alles okay. Jetzt beweg dich.
zwar nicht alle, ja, die habe ich voll ungenietet, Mann. Aber volle Lutsche. Ja, den Multiplayer finde ich ganz lustig. Halt dadurch, dass man so wenig Munition hat, muss man hier ein bisschen vorsichtiger agieren. Das kommt natürlich hier so ein bisschen dem Spielfluss zugute. Ich renne hier nur gerade leider immer noch ein bisschen sehr verpeilt rum. Da vorne rennt einer. Und bleibt tot. Schalten wir jetzt den Rest aus. Habe ich den jetzt erwischt? Ich glaube schon, ne? Boah, ich viele Punkte. In Ordnung, kann losgehen. Was? Ey, ich hab dem so verpasst. Das ist ja der Hammer. Der hat das überlebt. Krass. Musste ja natürlich passieren, auch wenn ich dieses teure Gewehr da gekauft habe. Hat mich jetzt aber echt gewundert. Ich habe ihm ja zuerst quasi in den Rücken geschossen und ich weiß nicht, vielleicht hatte der diese Panzerung oder so. Ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Ja, da ist der Typ unterwegs. Jetzt klatschen sie
stehen zusammen. Ja, schön. Knack. Heb den anderen mal auf. Jetzt mach weiter. Geht doch. Wo ist denn der letzte Gegner? Deckung, muss mich verbinden. Na, jetzt haben sie ihn anscheinend gefunden. Ist ja auch Zeit. Einer weg. Na also, geht doch. Geht doch. Das weiß ich gar nicht. Habe ich meine Waffen jetzt noch? Jo, habe ich noch. Ja, okay, dann ist es ja nur halb so schlimm. Die schleichen sich gerade um mich rum, das gefällt mir nicht. Toll, die zwei Camper da hinten, die helfen mir natürlich auch nicht, gucken nur blöd zu. Super, Jungs. Das Teamwork. Typisch, ja echt typisch Team, ne? Toll, ein anderer macht's. Und jetzt sitzen die sich da hinten einen ab, der eine rennt dem da sogar vor der Nase rum und der checkt es nicht. Na super. War wahrscheinlich mein Fehler, ich hätte mehr campen sollen. Tja, das war's mit dir. Jetzt noch der eine Kollege, der so wacker da hinten abgegammelt hat. Alter. Oh Mann. Tot. Ja, also man kann sich auch richtig dreckig einen abcampen. Das geht auch.
übertreibst halt, Mann, mit dem Abschimmeln. Jetzt habe ich 2 Tode gefahren, aber nur, weil ich immer ein bisschen weiter nach vorne gehe. Also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hinten sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch weniger Tode fahren. Und wenn ich dann einfach am Ende der Runde weglaufe und mich verstecke, wenn es aussichtslos ist. Aber das ist nicht mein Stil. Okay, da kommen schon wieder ganz viele Gegner. Das ist jetzt nicht so geil. Ich helfe dir! Jetzt haben sie mir mal geholfen, das ist ja schon mal was. Scheiße, das muss ich verbinden. Fertig, los geht's. Bam. Voll fertig gemacht, den Jungen. Yeah, ich habe Sachen freigeschaltet. So, Leute, ein Spiel mache ich noch und dann war es das auch erstmal. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen was dabei. Aber ich will halt so gern noch ein Spiel machen. Boah, schnell wieder muten. Ich warte mal für die Karte, die ich noch nicht gespielt habe. Ich glaube, jetzt nehme ich gleich mal ein bisschen eine offensivere Klasse.
würde ja gerne mal hier das mit dem Bogen eigentlich ausprobieren. Obwohl, Bogen ist sicher auch nicht so... Ne, ich nehme mal die Angriffsklasse jetzt. Ich will jetzt mal hau drauf machen. Mal draufrennen auf die Leute und so. Passt auf euch auf. Die Crew hat hier Uniformierte gesichtet. Schweinehunde. Hm? Ich laufe jetzt mal hier mit den Kollegen mit. Komm, Alter, wenn ich eins damals bei Rainbow Six Vegas gelernt habe, dann ist es Schultern. Arsch ist erledigt! Die sind erledigt. Ach, der eine sagt mir echt den Kill geklaut. Für nächste Runde das Gewehr ein bisschen aufgerüstet. Abmarsch! Einer tot. Der Arsch steht nicht mehr auf.
Ein Eindringling weniger. Das waren nicht alle Eindringlinge. Na, der, die haben jetzt beide hier gerade so richtig kassiert. Das war jetzt noch nicht einmal benutzt, aber ist ja egal, kann man ja schon mal aufrüsten. Auch so zum Ausprobieren. Mal weiter, ich helfe dir. Die sind erledigt, aber nicht abschalten. Da kommen bestimmt noch mehr. Ja, ich hätte ihn jetzt eigentlich mal exekutieren können. Habe jetzt gar nicht gemerkt, dass das der letzte war. Auf Deckung. Auf Deckung. Fertig, los geht's. Kaufe ich mir doch noch ein bisschen Munition, dann kann ich noch rumrallern, richtig. Ein uniformierter Tod! Sie haben mich erwischt. Ich bin verletzt. Bam. Oh, war der Kill gemein. Und tot. Moment. Fertig, los geht's. Also abgesehen davon, dass der Kill absolut unnötig war, so total ultra brutal.
Da oben war er, okay. Diese Uniformierten sind erledigt. Yeah, wir haben es geschafft. Woo! So. Ja, also, da haben wir uns jetzt The Last of Us angeguckt. Also ich denke mal, die Kampagne, die wirkt noch ziemlich cool. Also wir haben ja noch quasi gar nichts gesehen. Noch keine richtig krassen Infizierten, wirklich Schusswaffen gab es auch noch nicht. Und Stealth gegen andere Überlebende gab es auch noch nicht. Multiplayer haben wir jetzt ein bisschen gesehen, das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht mit diesen 12 Wochen, die man überleben soll, dass jedes Match quasi ein Tag ist und je nachdem, wie man abschneidet, dann halt die Überlebenden, gesünder sind oder nicht und man mehr Ressourcen bekommt oder weniger. Das ist eigentlich echt cool gemacht und macht auch ziemlich Spaß. Also ich hatte jetzt hier ein paar Probleme, so verbindungstechnisch, die das Spielfeeling so ein bisschen geschmälert haben. Das lag jetzt aber auch ein bisschen hier an meiner Konsole. Und ich würde sagen, also diese 10 von 10 Bewertungen würde ich dem Spiel jetzt nicht geben, aber eine 9,5 von 10 auf jeden Fall. Also das ist schon ziemlich gut gemacht. Die Grafik ist gut, das Gameplay fühlt sich nice an und es macht Spaß auf jeden Fall. Also, wenn ihr noch was anderes sehen wollt von dem Spiel, ob Singleplayer oder Multiplayer, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich schaue dann, was ich machen kann. Und wie gesagt, abonniert meinen Kanal, schaut euch meine anderen Videos an, liked das Video hier. Ich blende auch nochmal hier ein paar andere Videos ein von mir. Könnt ihr euch mal anschauen. Das sind halt meine Blind Raid Sachen, ist immer ganz lustig. Das ist jetzt hier mal ausnahmsweise ein PlayStation-Spiel gewesen. Sonst habe ich bis jetzt immer nur Xbox-Spiele getestet, weil ich da mehr zugange bin. Aber vielleicht gefällt euch das ja trotzdem. Falls ihr jetzt PlayStation-Only-Besitzer seid, sind auch ein paar Multititel bei, also die auch auf der PlayStation rauskamen, sind nicht nur Xbox-exklusiv. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir sonst einen Kommentar, wenn ihr noch was Bestimmtes sehen wollt, und ich werde dann darauf antworten und mal sehen, was ich tun kann. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao!